Linke Maustaste halten, um zu spannen, X drücken, um Sniper-Modus. Hä? Wie ist das gemeint? Mit 2 wählst du Multi-File. Ah, fuck, wieder irgendwie was falsch gemacht. Also nochmal spannen, X drücken, markieren. Hä, ich kann nur den Innen markieren. Nochmal. Du warst gut, wirklich. Doch, lass uns jetzt ins Lager zurückkehren. Geh voraus. Ach, ich verstehe. So ziehe ich den ein. Kann ich einen anvisieren und dann sofort wieder schießen oder was? Wer will es? Wer weiß, was uns hier eh noch so erwartet. Doktor. Ah, du hast dich nicht schlecht geschlagen. Mal sehen, wie du dich hältst, wenn es hart auf hart kommt. Morta hat ein paar Speer von einem ihrer anderen Stämme erledigt. Und Gortarius ist es gelungen, die Falle zu öffnen. Darfa ist erstmal in Sicherheit. Gut, freut mich, dass ich helfen konnte. Wann werde ich eure Prophetin treffen? Wenn sie es für richtig hält. Im Moment ist Darfa für dich verantwortlich. Warum lasst ihr die Groms überhaupt so gefährlich nah an euer Lager ran? Gelb, warum macht er das? Diese Aasfresser sind vor allem damit beschäftigt, sich gegenseitig umzulegen. Normalerweise bleiben sie in ihrem Teil der Insel und kommen uns nicht in die Quere. Sie können nur den Schwächeren gefährlich werden. Gut, dann werde ich sehen, ob ich mir bei ihnen mehr Ausrüstung verschaffen kann. Ich werde einiges brauchen, wenn ich Kira befreie. Sei kein verdammter Idiot. Du bist noch zu schwach. Die Groms würden dich in Stücke reißen. Und die Prophetin braucht dich lebend. Ach, das schaffe ich schon. Schon wieder auf den hübschen Beinen? Ja, es geht wieder. Gortarius ist ein Virtuose. Wenn nur ein Hauch Leben in dir steckt, hat er für fast alles einen Heiltrank. Gut zu wissen. Okto sagt, du wolltest mich sehen. Ja, wir sollten jetzt zu ihr gehen. Sie wartet schon auf die Begegnung mit dir. Du meinst... Die Prophetin. Verstehe. Also, können wir? Wenn sie schon so lange wartet, dann hält sie sicher noch einen Moment aus. Meinst du nicht auch? Wir gehen jetzt. Schon gut. Wir machen alles, was du sagst. Dann machen wir das. Folge Darfa. Ich frage mich, was alle mal auf der Grafik rumnörgeln. Es ist zwar nicht der allerbeste, aber schlecht finde ich es allemal nicht. Na wunderbar. Da sind wir. Die Brücke führt dich zu ihr. Sicher, dass es hier irgendwo hingeht? Bleib lieber ein wenig zurück. Tust mir so leid. Verdammte Negres. Wieso? Was ist? Ich spüre ihre magische Präsenz. Sie stören meine Kreise. Also, gehen wir runter. Dann suchst du nach den klapprigen Scheißkerlen und machst sie unschädlich. Ich muss diese Brücke einrichten. Mach in Ordnung. Das.
Los, gehen wir. Wir sind am Ziel. Vergiss nicht, es sind magische Wesen. Mit normalen Waffen erzielst du keine Wirkung. Hier, nimm diesen Stab. Ich denke, du weißt, wie man damit umgeht. Auf große Distanzen ist der Feuerblitz sehr nützlich. Das klingt cool. Danke. Skelette. Der geht auch gut ab. Droppen die eigentlich irgendwas Besonderes? Knochenmark. Egal, wir nehmen alles mit. Geh zurück. Achso, das war's schon. Gibt's hier noch irgendwas? Außer Geräuschen? Nö. Da gehen wir mal wieder, ja. Doch, hier gibt's noch was. Kommen wir aber noch nicht hin. Was haben wir denn hier? Nochmal Knochenmark. Ich glaube, Magierfetzen im Spiel auch. Aber ich kann mich nicht entscheiden, was ich mache. Aber dir ist schon klar, dass der Zauber in engen Räumen unerwünschte Nebenwirkungen hat? Also, wenn's eng wird, nimmst du lieber die Feuerwelle. Die Wirkung ist umwerfend. Vor allem, wenn der Gegner blöd genug ist, dich von allen Seiten einzukreisen. Jetzt geh zu dem Ring mit dem Pentagramm in der Mitte des Raumes. Ah. Die Negris können dir nichts anhaben, solange du in dem Ring stehst. Alles klar, danke. Also auf, zurück. Ich hab Gesellschaft. Ich hab das schon. So, das war hier. Das fetzt voll. Och nö, mein Stab ist wieder weg. So, schön. Finde einen Weg aus dem Dungeon heraus. Na, erstmal sammeln wir hier ein bisschen Fleisch. So, zwei noch würde ich sagen, den Rest lass mal liegen. Ist jetzt vielleicht hier hinten die Tür offen? Ja. Was ist das? Benutze das Skillbuch. Was war nochmal Inventar F2? Magie. Skills? Nee. Ist hier vielleicht... Wo war das Buch dabei? Ach, hier. Skillbuch der Wassermagie. Ja, und wie verwende ich den jetzt? Ja, die Karte habe ich ja genommen. Ach nee, das ist eine Map. Zutaten, Magie. Ja,
abprallen war das nicht. Hä? Ach, hier kann ich Zauber kombinieren oder was? Alles klar. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nimm die Magiekarte. Ja, was für eine Magiekarte? Die habe ich doch schon genommen gehabt. Und irgendwas mit Wassermagie erlernt. Nochmal ganz genau nachgucken hier. Müssen wir das Ding anziehen? Quest. Eigentlich müsste es doch bei Magie theoretisch jetzt dabei sein. War das vielleicht das Feuerblitz-Ding? Geschoss plus Feuerblitz? Oder was? Ach, hab ich sie jetzt hier? Ach nee, hier, das Ding meint er. So, nochmal Inventar. Magie. Ach so.